Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, in dem ich mit euch gemeinsam die aktuelle Lockenbox testen möchte. Natürlich wird auch von mir ein Video zur Adventskalender von Lockenbox kommen, der sollte die nächsten Tage bei mir ankommen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich ihn für mich selber auch wirklich einfach wochenweise auspacke, aber ich habe auf jeden Fall vor, einen an euch zu verlosen. Da es zeitlich alles ein bisschen knapp ist, kann es passieren, dass der erst, Anfang Dezember bei euch ankommt, aber ihr werdet ihn dann, halt auf einen Schlag ein bisschen was schon auspacken können. Aber mir war es auf jeden Fall wichtig, für euch eine Variante zum Verlosen zu bekommen. Und ich werde euch auch über Insta auf dem Laufenden halten, was in meinem Adventskalender täglich so drin ist. Und auch, ich denke mal, so zwei Videos machen, wo ich jeweils 12 Türchen vorstelle. Dazu kommt also auch noch was. In diesem Video wird es sich jetzt um die November-Lockenbox drehen, die speziell ist. Viele sind sehr, sehr begeistert von ihr. Ich habe da eine bisschen andere Meinung dazu. Ihr werdet innerhalb des Videos erfahren, warum. Falls euch jetzt nach diesem Video auch die Lockenbox interessiert, ihr könnt die in einem Art Abo monatlich oder alle 2 Monate oder 3 oder halbjährlich bekommen. Kriegt dann für 32 Euro eine Auswahl an Locken- und Wellenprodukten, die ihr so vielleicht sonst gar nicht bekommen würdet oder gar nicht auf dem Schirm habt, dass es die auch so gibt. Könnt die dann durchtesten und nur für einen Bruchteil des Originalpreises der eigentlichen Produkte ganz viele spannende Sachen testen und gucken, was am besten zu euren Haaren passt. Mit meinem Lockenbox-Code könnt ihr auch auf eure erste Bestellung ein klein wenig sparen und damit auch meinen Kanal unterstützen. Kommen wir jetzt zu der Lockenbox, die im November wirklich wieder einmal natürlich sehr schön ist. Jeder Monat, also fast jeder Monat, hat so eine ganz individuelle Box, die speziell zu dem Thema passt, speziell zu den Produkten passt, farblich abgestimmt ist, eine Art Motto hat. Und diese hier ist wirklich, finde ich, wie immer eine wunderschöne Box, die einfach immer schön ist und man sich sehr freut drauf, sie auszupacken. In diesem Monat haben wir einmal wieder die Marke Le Secret de Loli vertreten. In einer älteren Lockenbox waren dazu Produkte. Die Marke hat jetzt aber eine komplett neue Locken- und Wellenroutine rausgebracht und die wird jetzt in dieser Box vorgestellt. Die aktuelle Lockenbox enthält ein Shampoo, einen Conditioner, eine Leave-In Superfood Styling Milk für eure Locken und Wellen und eine Haarbürste, die wirklich super ist. Hier sind einmal die Produkte. Wir haben große, volle Größen. Pro Flasche liegen wir bei 17 Euro. Also allein, wenn ihr nur 2 Flaschen habt, habt ihr schon einen Wert von 31 Euro auf jeden Fall zusammen. Und on top gab es in dieser Lockenbox noch diese wunderschöne und wirklich praktische Locken- und Wellenbürste, die sich sehr gut dafür eignet, Produkt in den Haaren zu verteilen und die Haare einfach angemessen für diesen Haartyp zu stylen. Ich habe für euch 2/3 Waschgänge gemacht. Ihr seht gleich warum. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Produkten gehabt. An sich mag ich die Marke sehr gerne. Es sind natürliche Produkte, sehr viele natürliche Inhaltsstoffe in den Produkten. Die sind tierversuchsfrei, die sind nachhaltig. Es sind alles, es ist ein super Konzept und es sind super Produkte. Aber ich war mit den ursprünglichen Le Secret de Loli Produkten wesentlich zufriedener. Mit diesen neuen Produkten haben wir hier jetzt proteinhaltige Produkte. Die sonstigen Le Secret de Loli Sachen, da gab es nur so 2 Leave-Ins, glaube ich, die Proteine hatten. Aber hier ist es mehr vertreten. Bei dem Shampoo, hier, Perfect Match. Das Shampoo nennt sich Perfect Match, ist diese schöne Packung hier. Generell sind die alle wirklich super, super hübsch und gefallen mir farblich richtig, richtig gut. Haben wir ein Shampoo mit 97,2% natürlichen Inhaltsstoffen, ist auch Cosmos Natural zertifiziert und mit goldenen Leinsamen angereichert. Soll die Haare gut reinigen und tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgen. Wir sehen gleich, warum ich das schwierig finde und immer lieber ein Shampoo habe, das gut reinigt, anstatt irgendwie noch Pflege in die Haare zu geben. Ich sage immer, ein Shampoo soll reinigen und ein Shampoo soll nicht pflegen, weil danach kommen Pflegeprodukte, die die Haare pflegen sollen. Sonst, ihr werdet sehen, warum, kriegt ihr einfach nicht so schöne Ergebnisse. Produkt Nummer 2 ist dann der Cream Conditioner, auch wieder mit dieser
zauberhaften Farbe hier in diesem schönen Look. Die Produkte an sich gefallen mir richtig, richtig gut. Und dieser Conditioner hat jetzt Süßmandelprotein enthalten, also jetzt ein proteinhaltiger Conditioner-Spülung, der Lockenbildung verbessern soll, Elastizität der Haare fördert und Haarbruch vorbeugen kann. Viele gute Inhaltsstoffe hier auch wieder zertifiziert. Und ja, soll springende und voluminöse Locken zaubern. Zuletzt benutzen wir dann die Superfood Milk Curl Potion. Das ist die dritte und letzte Flasche hier in dieser Lockenbox. Die ist auch Teil dieser Weightless Program Reihe, so nennt die sich. Die hat hier oben so ein kleines Logo drauf und die drei Produkte gehören zu dieser Schwerelos-Reihe. Mal gucken, ob das auch so stimmt und passt. Hat auch feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe. Wir haben hier auch Quinoa enthalten. Quinoa kenne ich eigentlich so als ein proteinhaltiger Inhaltsstoff, der sich wie Protein eben verhält und auch so auf die Haare wirkt. Deswegen nur feuchtigkeitsspendend würde ich jetzt hier nicht unbedingt sagen, sondern eben auch sagen, dass es schon durch Quinoa eben Proteine enthält. Aminosäuren haben wir auch hier drin, bewahrt Feuchtigkeit, stärkt die Haarfasern, erhöht die Elastizität, schützt vor Umwelteinflüssen, macht die Haare weich und leicht kämmbar und die Formel soll leicht cremig sein, um die Locken nicht zu beschweren. Schauen wir jetzt noch ganz kurz zu guter Letzt diese wunderschöne Haarbürste an. Zuletzt hatten wir von derselben Marke, also Rainbow Curls, wenn ich mich nicht irre, genau, auch diesen Haarturban drin, sind einfach echt gute Tools für Locken und Wellen und eine wunderschöne Haarbürste, die zum Conditioner verteilen, Leave-In verteilen, Haare mal durchbürsten, wirklich gut ist, da sie auch sehr lange Borsten hat, die sehr elastisch und schonend sind für Haare und Kopfhaut, komme ich damit zum Beispiel auch durch meine dicken Haare extrem gut durch. Ich finde die sehr, sehr gut. Also wer eine gute Haarbürste sucht, die ist auf jeden Fall klasse. Hätte sogar im Einzelwert 15 Euro gekostet, ist jetzt hier in der Box mit drin. Wir schauen uns die Waschgänge an und warum ich so ein bisschen hin und her gerissen bin von den Produkten, werden wir dann an den Endergebnissen sehen. Ich habe auch immer den Folgetag noch für euch aufgenommen, damit ihr seht, wie sich die Haare so über die Zeit entwickeln. Und tatsächlich sind ungeplant dann drei Waschgänge entstanden, weil ich so ein bisschen variieren musste. Waschgang Nummer 1 war mit allen Produkten aus der Box, so wie es in der Anleitung steht, angewendet. Shampoo in die nassen Haare reingegeben, die Haare ordentlich gereinigt und auch wirklich geguckt, dass keine Ablagerungen drin sind. Gründlich ausgewaschen. In die noch nassen Haare habe ich dann in die Längen und Spitzen den Conditioner reingegeben, die Haare gepflegt, schön weich und glänzend gemacht. Bin mit der Bürste durchgegangen, um den auch noch besser verteilen zu können. Danach ganz gründlich wieder ausgewaschen und dann am Ende in die noch nassen Haare, ohne noch mal was auszuspülen, habe ich diese Milk, das Leave-In, in die Haare gegeben. Hier auch geguckt, nicht zu viel, nicht zu wenig zu nehmen. Alles schön in die Haare reingesquished, also reingeknetet. Und dann einfach überschüssige Feuchtigkeit mit einem Haarhandtuch ausgedrückt und dann in einem Turban geploppt, angetrocknet. Das alles dann geföhnt am Ende und wir schauen uns jetzt hier meine Meinung zu dem Ergebnis an und auch dem Tag danach. Fertig gewaschene Haare und mir ist direkt, bevor wir uns das Ergebnis anschauen, aufgefallen, dass ich schon wieder dasselbe Problem habe wie bei den anderen Le Secret de Lolie Shampoos. Und zwar hatte ich eigentlich frisch gewaschene Haare vom Vortag, die total fettfrei waren im Ansatz. Und jetzt sind sie wieder so beschwert und belegt. Ich denke, man kann es ganz gut sehen. Irgendwie ist das total glänzend und schwer. Und auch beim Föhnen habe ich wieder so gemerkt, ist es jetzt trocken oder irgendwie fettig oder noch nass? Ganz, ganz seltsam hat sich das angefühlt. Ja, also das Shampoo ist mir direkt wieder klar. Irgendwie von dieser Marke, das ist nichts für meine Haare. Es fühlt sich zwar reinigend an beim Waschen, aber danach sieht es immer total beschwert und fettig aus und fühlt sich auch so an. Insgesamt finde ich es aber so, sieht es ganz hübsch aus. Conditioner und Leave-In sind super gut. Wir haben hier leichte Wellen. Dadurch, dass eben kein Gel drin ist, ist es halt ein sehr natürliches und sanftes Ergebnis. Es sieht aber gut aus. Von der anderen Seite ist auch echt gut, aber ich finde, man sieht ganz leicht, dass es ein bisschen belegt und beschwert ist und nicht so luftig wie sonst. Aber so in der Summe, finde ich, sieht es ganz schön aus, sieht ganz natürlich aus. Ich bin super gespannt, wie es morgen ist. Ob ich das dann überhaupt den Tag über offen tragen kann oder einen Zopf brauche, weil es so fettig aussieht. Auch nochmal von hinten für euch. Schön ist es auf jeden Fall, aber
Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal einen Waschgang für euch aufnehmen, ohne das Shampoo, und gucken, was Conditioner und Leave-In-Milk so alleine können. Wir sind jetzt hier beim Tag nach dem Waschen. Es ist jetzt schon der Abend vom nächsten Tag. Ich habe heute früh meine Haare mal kurz für euch aufgenommen, konnte es aber nur ohne Ton machen, weil es ja früh war und ich meinen Mann nicht wecken wollte. Deswegen seht ihr es jetzt hier einmal kurz, wie es direkt heute früh nach dem Aufstehen war. Ich habe die Haare über Nacht in einem Zopf gelassen, weil ja, ich finde, das hält die Locken und Wellen für den nächsten Tag einfach am besten noch so frisch und macht auch den Ansatz so ein bisschen fluffiger. Ich habe es aufgemacht und ich finde, es sieht gut aus, so in der Summe, aber ich merke, dass es beschwert ist. Ich merke, dass die Haare sehr runtergezogen sind und das alles zwar irgendwie nett aussieht, aber ich finde, wenn man es weiß, sieht man auch in dem Ergebnis, dass das schon ein bisschen beschwert ist, ein bisschen einfach so, ich weiß nicht, beschwert halt einfach aussieht und sehr belagert und ja, hat sich dann auch der Verdacht bestätigt, als ich dann ein Haargummi reingemacht habe, hat an der Stelle, wo der Haargummi war, an der Kopfhaut, es hat gejuckt. Ich mag diese Shampoos einfach von Le Secret de Lolilig. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber irgendwie ist es für mich, es fühlt sich reinigend an in dem Moment, aber dann auf Dauer ist es doch beschwert. Juckende Kopfhaut kriege ich davon, es ist nicht genug gereinigt, es ist fettig und ja. Jetzt so hier ist eben nochmal der Abend vom selben Tag, nach diesem Morgen, den ich jetzt gefilmt habe. Ich wollte es einfach auch nochmal aufnehmen, bevor ich es jetzt tatsächlich, weil es so fettig und beschwert ist, nochmal waschen muss. Und ich hatte jetzt einen ganzen Tag einen Zopf, muss ich aber auch sagen, eben weil es nicht anders ging. Und ich musste auch so, ich habe so einen Notfall-Kopfhaut, sowas, wo man die Kopfhaut gibt, wenn sie so arg juckt, weil ich einfach nicht den ganzen Tag meine Kopfhaut rumkratzen will. Und ich finde, man sieht es ganz gut. Also es ist so richtig so, es hängt hier so runter, es ist irgendwie so belegt, es hat gejuckt, es hat sich nicht gut angefühlt, aber insgesamt sehen die Haare eigentlich ganz gut aus, weswegen ich jetzt die Haare waschen muss und waschen werde. Ich lasse das Shampoo aber weg, ich werde aber den Conditioner und diese Styling Milk benutzen und einfach eins von meinen Shampoos nehmen, das jetzt vor allem ein bisschen besser reinigt, damit das sich nicht jetzt noch belagert, übereinander lagert und am Ende so richtig ätzend wird für meine Kopfhaut. Damit ich morgen auch noch irgendwie ein relativ ertragbares Ergebnis habe. Wie ihr sehen könnt, war ich also nicht ganz so happy mit dem Ergebnis. Dieses Ergebnis habe ich dann auch für euch direkt nach diesem Clip, den ich gedreht habe, einmal abfotografiert und euch auf Instagram gefragt, wie ihr das so findet, weil ich ganz oft finde, nochmal so eine Meinung von außen, wie andere so meine Haare so beobachten und sehen, wie die sich sonst so verhalten, ist immer ganz aufschlussreich und hilfreich, um sich eine Meinung besser bilden zu können. Ich habe darum gebeten, dass ihr mal einfach mal so eure Meinung sagt und auch darum gebeten, dass ihr vielleicht so eine Sternebewertung macht. 5 Sterne ist ein Top-Ergebnis und 1 Stern ist halt wirklich katastrophal. Der Durchschnitt war so zwischen 2 und 3 Sternen. Es war wirklich, also ich fand es eben sehr beschwert, nicht so definiert. Ich hatte am nächsten Tag eben auch ein bisschen Probleme, dass das Ergebnis irgendwie überhaupt noch tragbar war und musste die Haare auch direkt wieder waschen, weil es einfach vorne und hinten nicht gestimmt hat für mich. Und auch eure Meinung war, dass es nicht so das beste Ergebnis ist, dass wesentlich mehr bei mir geht, dass Definition fehlt, dass irgendwie ausgehangen aussieht. Es war auf jeden Fall schon mal besser. Manche sind auch super ehrlich und sagen, ich muss leider sagen, das gefällt mir gar nicht. Also gemessen daran, wie meine Haare sonst aussehen, wäre das irgendwie frizzig und strohig. Es sieht strohig und trocken aus, kriege ich hier geschrieben. Das Volumen ist trotzdem irgendwie da, aber es ist kein guter Waschtag. Ja, durchweg sind also die Meinungen hier so mittelmäßig. Die meisten geben 2, manche 3 Sterne, wahrscheinlich einfach aus Mitleid. Und durchweg findet keiner wirklich, dass das jetzt hier so gut aussieht und manche vermuten schon, dass es sich um die Lockenbox handelt. Für mich sind also die Produkte komplett in der Routine, so wie sie da sind, in der Lockenbox nicht geeignet. Deswegen wollte ich einen zweiten Waschgang machen und einmal variieren und habe dabei einfach mal das Lockenbox-Shampoo von Le Secret de Lolie ersetzt. Ich hatte ja schon mit dem ursprünglichen Vorgänger-Shampoo auch schon Probleme, dass es nicht gereinigt hat, sondern nur beschwert. Und ja, ihr seht jetzt hier das Ergebnis von diesem direkten Waschen und auch nochmal vom Tag danach. Da werden wir also, ich habe mein Giovanni Tea Tree Triple Treat Shampoo benutzt. Das finde ich immer sehr gut reinigend und mag das ganz gerne, eben weil ich einfach mal so ein bisschen diese Reste rauskriegen musste. Ja, wir machen die Haare mal auf, aber ich bin nicht so überzeugt. Ich habe irgendwie so viel
Positives von dieser Reihe von Le Secret de Loli gehört, aber es überzeugt mich irgendwie nicht. Und ich finde ehrlich gesagt, die sind auch jetzt nicht so krass anders als die bisherigen Produkte von der Marke. Wobei die ja jetzt mit Proteinen sind und angeblich so schwerelos sein sollen. Ja, also ich merke schon, dass das Shampoo einen Unterschied macht. So sieht es jetzt auch okay aus, aber ich habe jetzt zwar nicht mehr diese Schwere in den Haaren, dafür sind sie aber irgendwie total undefiniert. Ich finde, es ist nicht so schön. Es sieht ein bisschen aus nach Kraut und Rüben. Für einen Zopf reicht's, aber ich bin irgendwie nicht so ganz happy damit. Ich weiß nicht. Das Shampoo ist mir zu viel, aber ohne das Shampoo sieht es so, also es ist nicht schlimm. So jetzt von Weitem und insgesamt sieht es ganz schön aus und ist okay und ist auch ein bisschen definiert, aber jetzt nicht so viel. Und sie fühlen sich ehrlich gesagt auch ein wenig trocken an. Das kann aber daran liegen, dass ich relativ proteinempfindliche Haare habe. Ich habe jetzt 2 Waschgänge hintereinander mit proteinlastigen Produkten gemacht. Wobei aber meine blondierten Haare das eigentlich ganz gut vertragen müssten. Ich finde es also so lala. Noch einen Waschgang mache ich jetzt nicht. Das macht keinen Sinn für mich. Ihr seht also auch, das war so ein bisschen durchwachsen. Ich weiß nicht, ob es an den Proteinen in den Produkten liegt. Ich vermute schon, da ich proteinempfindliche Haare habe. Das war alles irgendwie nicht so für meine Haare geeignet. Ich fand es schade. Viele waren so begeistert von der Lockenbox. Die Bürste liebe ich immer noch. Ja, ich denke, für zwischendurch kann ich vielleicht mal das Leave-In oder den Conditioner verwenden. Aber das Shampoo ist ein totales No-Go für mich und ist wahrscheinlich so generell für Lockenhaare nicht so geeignet. Und auch so, wie es dann halt am Tag danach aussah, das habe ich auch mal ganz kurz und schnell morgens für euch aufgenommen. Das sind keine schönen Haare. Das sieht so trocken und ausgehungert aus und null gepflegt und nur beschwert. Selbst der Zopf, den ich mir dann über den Tag gemacht habe, war einfach nicht schön. Das sah total strubbelig aus und so, als würden meine Haare mit den Produkten nicht gut klarkommen. Auch hier, wie ich jetzt sitze, war dann mein dritter Waschgang, den ich jetzt heute einfach nochmal, ich wollte es nochmal wissen, ausprobiert habe. Ich habe jetzt nochmal ein anderes Shampoo verwendet, das sehr pflegend und mild ist. Also nicht pflegend, sondern mild ist und die Haare nicht beschwert, aber trotzdem reinigt. Und habe dann nochmal mit dem Conditioner so aufgepasst, dass ich nicht ansatzweise an den Ansatz komme, sondern wirklich nur in die Länge und Spitzen. Habe den super gründlich ausgewaschen. Beim Leave-In habe ich dann nochmal zusätzlich von EcoSlay, ich glaube, das nennt sich Buttercream oder so, die haben da so ein neues Leave-In, was sehr feuchtigkeitsspendend und pflegend ist, dazu gegeben und so halb-halb in die Haare gegeben. Und ja, das sieht jetzt eher wieder mehr nach meinen Haaren aus. Irgendwie ist es trotzdem noch ein bisschen beschwert, aber ich denke, ihr könnt ganz gut sehen, dass das wieder in eine andere Richtung geht. Also ich kann diese Produkte pur so nicht verwenden. Ich muss was kombinieren, ich muss was weglassen. So sind meine Haare jetzt wieder in Ordnung. Meine Kopfhaut juckt auch nicht mehr, es hat sich jetzt wieder eingekriegt. Und so kann ich rausgehen und mich sehen lassen. Aber wie es halt so ist, selten ist der Fall, dass eine Lockenbox für jemanden so, wie sie ankommt, perfekt funktioniert, sondern man muss ein bisschen abwandeln und vielleicht funktioniert auch nur ein Produkt für einen. In der nächsten Lockenbox sind wieder 2 ganz gut. Das Leave-In finde ich okay. Man muss vorsichtig sein, wenn man proteinempfindliche Haare hat, noch Feuchtigkeitsprodukte dazugeben, dass es wie so ein bisschen verdünnt, gestreckt ist und mehr Pflege drin ist. Conditioner ist okay, den kann man nehmen. Der wird ja eh wieder ausgespült. Ich bin da immer nicht so zimperlich. Shampoo für mich ein absolutes No-Go und die Bürste, die ist top, wenn man noch keine hat. Ich habe aber eh schon diverse Tangle-Teaser von diversen Marken da. Deswegen denke ich, werde ich die Lockenbox so, wie sie ist, über Instagram, wie ich das häufig gerne mache, für einen kleinen Obolus verkaufen, weil bei mir würden die Produkte jetzt rumstehen und die passen einfach nicht zu mir. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie eure Meinung zu der Lockenbox war, wie eure Haare die so empfunden haben, wie sich eure Haare verhalten haben. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr wieder bei mir wart. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann verpasst ihr auch künftig keine Videos mehr von mir. Ich habe jetzt kürzlich angefangen, einen neuen Vollzeitjob zu arbeiten. Deswegen muss ich mich gerade erst eingrooven und gucken, wie oft ich Videos hochlade. Ich schaue, dass ich es im Dezember wieder wöchentlich schaffe. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber auf jeden Fall werden ja weiterhin Videos kommen. Schön, dass ihr wieder bei mir wart. Macht's gut und startet schön in die Weihnachtszeit. Bis dann!